Stell dir vor, heute Abend schlägt ein Asteroid auf dem Mond ein. In den letzten Tagen schien es in den Medien gar kein anderes Thema gegeben zu haben. Da der Asteroid so außergewöhnlich groß ist, soll man dieses Spektakel sogar mit bloßem Auge beobachten können. Am Abend ist alle Welt auf der Straße. Es wird zusammen gegrillt, gefeiert und in den Himmel geschaut. Und dann ist es soweit. Du siehst den Asteroid auf den Mond zurasen, nur noch wenige Sekunden und dann passiert es. Der Asteroid schlägt tatsächlich auf den Mond ein. Die Menschen um dich herum flippen aus, sie jubeln, doch du siehst dir den Mond genauer an. Ist er nicht näher gekommen? Ziemlich beängstigend groß sieht er aus. Und dann? Dunkelheit. Der Strom ist ausgefallen, doch das ist nur der Anfang. Hey liebe Blubberfreunde, mein heutiger Buchtipp ist definitiv nichts für schwache Nerven, denn er beginnt mit genau diesem Szenario. Die Welt, wie wir sie kannten, von Susan Beth Pfeffer, ist der erste Band einer Trilogie und hat mich ganz schön mitgerissen. Dieses Buch liest sich wie ein Tagebuch, in das die Protagonistin Miranda ihre Gedanken, ihre Ängste und ihre Erlebnisse schreibt. Ungewissheit, Angst und Panik. Ich habe die Lesezeit mit diesem Buch als sehr beklemmend und als sehr düster empfunden. Es war alles so realistisch, so real, als könnte es genau hier und genau jetzt passieren. Immer wieder habe ich mich selbst gefragt, wie ich denn mit dieser oder jener Situation umgehen würde. Von heute auf morgen verändert sich schlagartig das komplette Leben und zwar so drastisch, wie man es sich noch nicht mal in seinen schlimmsten Albträumen ausmalen könnte. Nervige Hausaufgaben, Stress mit der besten Freundin oder auch die Trennung der eigenen Eltern sind plötzlich lausige Probleme von gestern. Denn ab sofort geht's ums blanke Überleben. Eindringlich und beklemmend. Die Welt, wie wir sie kannten, von Susan Beth.